Das Wasser aus dem Kloster St. Josef ist ein wertvoller Schatz. Der Orden der Niederbronner Schwestern hat die Quelle des ehemaligen Wildbads wieder nutzbar gemacht. Bis ins 19. Jahrhundert wurde hier ein Badehaus betrieben, die Erfolge von Ärzten bestätigt. Bereits im Jahr 1550 beschrieb der Leibmedikus des Pfalzgrafen Ott Heinrich die wohltuende Wirkung des Wassers vom Mariahilfberg. Die Niederbronner Schwestern am Fuße des Berges teilen ihren Schatz mit den Menschen in der Region. Seit 2006 übernimmt die Abfüllung und den Vertrieb des Klosterwassers die Neumarkter Lamsbräu. Als Bio-Pionier prädestiniert für den schonenden, werteerhaltenden Umgang mit dieser Kostbarkeit. Bei einem kleinen Klosterrundgang hatte sie ihren ersten großen Auftritt, die neue, formschöne Flasche. Wir wollten dem wertigen Wasser eine neue, formschöne Verpackung geben, dass man es auf den Tisch stellen kann, sowohl in der Gastronomie als auch zu Hause und einfach auch optisch eine Freude an dem Wasser hat. Und so sind wir dazu gekommen, eine Individualflasche extra designen zu lassen, die den natürlichen Charakter des Wassers unterstreicht und damit die Wertigkeit deutlich erhöht. Zur Wasserverkostung gab es für die Gäste des Genießerabends im Kloster St. Josef auch viele Informationen über die Anreicherung des außergewöhnlich reinen Quellwassers mit wertvollen Mineralien. Das Besondere ist der hohe Magnesiumgehalt und der hohe Kalziumgehalt. Das heißt, gerade für Herzbeschwerden, wenn man Herzprobleme hat, Stärkung, gerade für Knochen auch, Frauenwasser eigentlich und ein gutes Sportlerwasser. Also wenn man erschöpft ist, wenn man müde ist, gibt das Wasser neue Energie, gibt Kraft und für das soll man es eigentlich verwenden. Und in der Form gibt es eigentlich kein vergleichbares Wasser in ganz Deutschland. Noch im Sommer erwartet das Kloster die staatliche Anerkennung als Heilquelle. Den Gesundbrunnen aus dem Klostergarten gibt es in der neuen formschönen 0,75 Liter Flasche im 6er Flaschenkasten mit praktischem Tragegriff in den Getränkefachmärkten in der Region und in der eleganten Flaschentasche im Kloster St. Josef und im Abholmarkt der Neumarkter Lamsbräu. Quellfrische Natur in ihrer reinsten Form. Wasser aus dem Kloster St. Josef in Neumarkt. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.stjosefwasser.de. Quellfrische Natur in reinster Form. Optimale Leistungsfähigkeit mit Wasser aus dem Kloster St. Josef.